Willkommen zurück zu Dynasty Warriors Team Extreme Legends, meine Freunde. Ich weiß wieder nicht, was uns erwartet. Im letzten Part wusste ich, ihr kannt ja die Maps. Good News Flucht. Aber was jetzt wieder kommt, keine Ahnung. Erstmal einen neuen Leibwächter hier holen. Ach komm mal, Shaoyu an, die coole Sau, ey. Der Cousin von Shaoyu. Ah, mit der ganzen lässig, was er sagt. Einfach keine Regeln folgen und boah. Sondern noch gesagt, ach, ist ja auch egal. Hat der jetzt mal was mitgebracht wieder? Yes! Oh, Silks, mehr nicht. Mehr nicht. Nur die Silks. Dann schicken wir mal wieder in eine andere Provinz, wenn das nicht klappt hier, Mensch. It's time. Diesmal mit Guji am Start, geil! Guzia, der hier in diesem Spiel neu war. Gut, wird interessant. Oh, Campaign against Yuans. Richtig geil. Das freut mich. Wow, der hat maximale Werte. Dann spielen wir auf Chaos. Special Clothes. Ja, weil der neu war und ich fand die damals so genial mit der neuen Waffe und so. Also die Waffe, die er hat, fand ich echt geil damals. Finde ich immer noch gut, aber ist ja jetzt nicht mehr neu für mich. Wo es neu war, war es noch geiler. Und deswegen habe ich den so gern gespielt und gelevelt. Den können wir ruhig auf Chaos spielen, würde ich sagen. Ist ja auch nur 3 Sterne. Ja, doch, Chaos auf jeden Fall. Nightmare nicht. Da gibt es keine Diskussion. Nightmare wird nur mit Lubu gezockt. Und selbst mit Lubu traue ich mir das nicht zu, wenn das 6 Sterne hat. Und ne, 5 ist das Maximum. Ne, eigentlich sogar noch mehr. 5 rote Sterne, weil rote Sterne ist dann nochmal schwieriger. Aber ist ja auch egal. Campaign against the Yuans. Following their father's death, Yuan Shao's 3 sons have continued in the resistance against Cao Cao. Defeat the leader of the 3 brothers, Yuanxi, and send the next generation of Yuans to meet their father in afterlife. Ja, das spielt natürlich nach der Schlacht von Guandu. Die Söhne haben sich so ein bisschen zurückgezogen. Die Yuan-Streitkräfte wurden stark zurückgedrängt, hatten auch nicht mehr so viel Macht und Einfluss. Und die haben sich sogar verpisst. In ein ganz anderes Land. Die sind aus China herausgegangen. Ziemlich an der Grenze im Norden. Das hat man in Dynasty Warriors 8 erfahren. Und ja, da haben sie sich auf so einen Berg niedergelassen. Ihr seht ja auch schon da auf dem Bild. Es ist auch so eine Bergregion. Es passt also. Ja, finde ich echt interessant. Ich finde, es ist auch eine sehr gute Schlacht. Das ist was ganz anderes gegen die ganzen Söhne. Yuanxi ist der Nachfolger von Yuan Shao. Das ist aber sein jüngster Sohn. Yuan Tan, der älteste Sohn, war da nicht so richtig mit einverstanden. Und der andere Sohn, Yuan Shang, hat sich irgendwie rausgehalten. Ich weiß auch nicht. Also, der rechtmäßige Nachfolger wäre eigentlich Yuan Tan gewesen. Aber Yuan Shao hat gesagt, Yuanxi. Weiß nicht warum. Yuanxi hat hier auch Zhen Yi damals als Frau, aber die ist ja schon auf Wei-Seite übergelaufen, glaube ich. Gut, starten wir das doch mal mit Guji hier. Jetzt sehr geil. In Chaos sogar. Boah, wie habe ich in das Spiel gesucht? Hätte immer alles geschafft hier. Und kann mich ja nichts mehr erinnern. Das ist auch traurig, oder? Gut, dann schauen wir mal, wie die das erzählen. His family was thrown into turmoil, as his sons fought to be the sole heir. Having defeated Yuan Shao at Guandu, Cao Cao was not about to lose the momentum he had gained and looked to take advantage of the situation. So he set out with his troops and advanced on Liang, where Yuan Tan and Yuan Shang had taken refuge. He was determined to eradicate the Yuan family once and for all. As they approached this decisive battle, Cao Cao's forces were in high spirits. Among them, one young officer was in particularly good humor. His love of wine, women, and war was without equal. He was also an unparalleled strategist, highly regarded by Cao Cao himself. This young man's name was Guo Jia. Guo Jia, campaign against the Yuans. Aber es ist ein bisschen strange, weil bei Dynasty Warriors 8 findet die Schlacht ganz woanders statt, nämlich außerhalb von China. Ist hier nicht so. That's what the letter says? Have no fear, my lord. Their quarreling will begin again soon.
When you say it, you make it all sound so simple. Still, this is some fine weather. On a day like this, I just want to drink and talk to the ladies. Is that what you want to do? Much out, wouldn't you agree? I see. You prefer to keep your desires a secret. Whoa, Jia. Please don't start any silly rumors. Agreed. Your humor doesn't sit well with everyone. I guess not. Ach, Gugia ist eine coole Sau. Ich mag den sehr gerne. Das ist, der taucht hier jetzt erstmal auf in Dynasty Wars 7 Extreme Legends. In Dynasty Wars 7 noch nicht. Muss man dazu sagen. Genau wie Pang De, der war aber auch schon mal in Dynasty Wars 5 dabei, aber wurde dann wieder rausgenommen. Warum auch immer, kann ich bis heute noch nicht verstehen. Und ja, zu Gugia gleich noch mehr. Also, Gugia war der erste richtig super geile Stratege. Also, Cao Cao hatte ja schon andere, Cheng Yu und Xun Yu, glaube ich. Und auch der anderen Xun Yu von Yuan Shao, der ist übergelaufen. Und zwar auch gute Stratege, aber Gugia ist ja der bahnbrechende Stratege. Den konnte keiner das Wasser reichen. Und wie klein ist der eigentlich? Oder wie groß sind die anderen? Ja, aber diese Schlacht, na gut, da sage ich gleich noch was zu. I've got nothing to worry about with you in charge of this battle. I won't disappoint you, my lord. Although once we are victorious, it has already been arranged for. We'll enjoy a bottle of the finest wine to celebrate our victory. My lord, you certainly know what drives me. Of course, don't forget the beautiful dancing maidens either. Well said. I see you also know how to properly enjoy a victory in battle. Wine, Woman and War, ey. Das erinnert mich so ein bisschen an das Paradies von Don Juan. Der hatte auch irgendwie sowas. Auch Wein, Frauen, aber noch was anderes hat auch noch. Geld wahrscheinlich und Macht. Although he appears to lack sincerity, Master Guo Jia is one of our Lord's most trusted officers. That alone is proof enough of his ability. Yes, I am. And you are just a fat warrior who has not got a brain inside his mind. Inside his head. Ja. Ist doch wahr, ey. Der meckert. Nur gut, hier ist so cool und lässig drauf. Ist meckert er. Gut, in Zeiten des Kriegs sollte man vielleicht nicht so spaßig drauf sein, aber ich find's trotzdem cool. Und er ist auch einfach nur Punk D, der immer draufkloppt. Ein typischer Krieger. Soll man nicht so meckern, ey. Wir sind bereit, zu attacken. We'll set out as soon as we receive the order. You came all the way here just to tell me that? You need to lighten up a bit. I'm not sure how much more of him I can take. Ich verstehe sowieso gerade nicht, was machen denn Madai und so hier? Das merke ich ja jetzt erst. Das sind die ganzen Xi Liang-Helden. Mateng, Madai. Mateng sieht man hier jetzt nicht, aber ich denke mal, der ist auch am Start. Madai, Ma Chao und Pang De. Das sind die ganzen von Mateng. Die hassen Cao Cao doch. Was machen die denn hier? Das war in Dynasty Wars 8 nicht so. Oh no! Guo Jia has upset the young master. It's already hard enough trying to get him to relax. Ja, der Young Master meint er mal Ma Chao mit, falls ihr es nicht wisst. Sagt er immer, Ma Dai ist ja der. Was ist das eigentlich? Der Bruder? Nee, ich weiß es nicht. Master Guo Jia. Der Bruder, ja. Your demeanor tends to be somewhat harsh at times, if I may be so blunt. And you tend to be somewhat uptight at times. Such impudence! This is what I'm talking about. You're always... Hey, there's no need to get so upset. You will tire yourself out before the battle has even begun. I don't know how I can work with you. I prefer you don't talk to me until the battle is over. Die hassen sich, Shang Quan und Gugia. Weil in Dynasty Wars 8 gibt es ja Ehrgeizmoos, das ist auch so eine Stadt. Und wenn Gugia mit Gugia eine Schlacht abgeschlossen hat, dann steht der da auch. Und wenn man mit denen da redet, dann sagt der irgendwie so: Ha, du bist immer so chillig drauf und sollst dich nur mal ans Saufen denken. Und dann sagt Gugia ganz lässig: Ja, soll ich dich mal mitnehmen in der Nacht? Nette Frauen, schöne Wein und so, sagt er dann zu ihm. Und dann: Ha,
Sagt er dann zurück. Das ist so geil, ey, wie er den immer aufs Korn nimmt. Das ist, die beiden, das ist so richtig geil gemacht immer. Wie sie immer streiten und zanken. Echt hammermäßig. In Dice Universe 8, das war richtig witzig. Aber hier natürlich auch. Ja, jetzt müssen wir zu den Organisatorischen kurz kommen. Aber es passt ja, glaube ich. Ja, es passt, sieht gut aus. Ja, weil ich den halt öfter schon genommen habe. Ja, seht ihr das? Ja gut, Walking Speed. Hier muss ein bisschen was dran geändert werden. Projectile muss nicht rein. Ist eine gute Sache, Projectile Resistance. Kann doch ja in diesen ganzen nervigen Bogenschützen immer. Muss nicht sein. Muss nicht. Was nehmen wir denn da noch rein? Double Element haben wir schon, ne? Elemental Attack Up. Ist eine gute Sache. Mhm. Da haben wir Dunkelelement und Windelement. Ne? Das sind jetzt nicht so meine Lieblingselemente. Eis und... Ja, Dunkel ist okay. Eis und Dunkel finde ich am besten. Elemental Attack Up. Gut, dann sind wir ganz gut gerüstet hier. Zu Guji an sich. Ist natürlich der Orb and Scepter Master. Hat von Natur aus sogar einen versteckten Elementarangriff. Eine höhere Angriffsreichweite und erhöhte Verteidigung. Das ist natürlich so ein bisschen eine defensive Typ. Müsste jetzt nicht darauf hoffen, dass der irgendwie viel Schaden macht. Höchstens, weil wir den gut gelevelt haben. Aber ja, bei Schaden seid ihr an eine falsche Adresse, definitiv. Time to go. Let's hope we can have a little fun out there. Understood. Let's go. Oh, die geile Mucke. Boah, was geht hier ab? Yuan Tan, Yuan Xi, Yuan Shang, das sind die Söhne. Aber die sind, ja doch, die sind eigentlich alle ziemlich stark in anderen taktischen Dynasty Warrior Spielen. Ne, Yuan Tan ist eigentlich ein Lappen, aber die anderen sind nicht schlecht. Aber ich mag Yuan Tan, am liebsten vor allem. Ja, wen haben wir dann noch? Shenpei ist auch so, Gu Tu ist der Stratege, Shenpei auch. Ja, irgendwie jetzt nicht so erwähnenswert. Das ist noch so ein Clan. Tadun, Supuyan, Wuyan. Ich weiß nicht, wie die sich nennen. Und Shenbi, das sind so spezielle Typen. Darum passt es ja gar nicht. Das sind eigentlich die, die außerhalb da waren von China. In Dice Wars 8 wird das gut erklärt. Ich weiß nicht mal, wie das war. Auf jeden Fall, so geil wie die Mucke auch ist, so chillig wie gut Jia hier ist, es ist seine letzte Schlacht original gewesen. Er ist da irgendwie gestorben. Warum weiß ich jetzt nicht mehr. Der ist, glaube ich, an der Krankheit. Ne, der ist in den Hinterhalt, glaube ich, geraten. Irgendwas war da. Auf jeden Fall ist der gestorben. Ja, in den Hinterhalt ist der gekommen. Bei The Legend of Cao Cao auch. Da konnte man es schaffen, den zu retten. Das hat mich aber mehrere Anläufe gekostet, weil das war echt sauschwer. Und da hatten diese Yuan, die Söhne von Yuan Shao, den Yuan-Clan, die hatten sich da auch noch Bären und Tiger geholt bei The Legend of Cao Cao. War echt nicht mehr witzig. Boah, die haben ja gar keine Chance. Wir hätten ja Nightmare-Modus machen sollen, weil ich regeneriere mich bei jedem Schlag. Sehr heftig. Be overpowered bin ich den Mensch um Manometer. Das ist ein geiler Musu, oder? Diese ganze Billiard-Kugel an sich kann ich zu Guji noch was sagen. Also, der ist schwierig zu spielen. Folgendes. Wir haben hier ein Billiard-Kugel, kann man sagen. Und wir können Folgendes machen. Es gibt da einen speziellen Trick, wie wir uns schnell die Billardkugeln machen können. Genau. Zweimal Viereck und Dreieck. Dann kriegen wir drei Billardkugeln. Zack, zack und zack. Wenn man jetzt den Ex-Angriff macht, ist er natürlich stärker. Oder wenn man die normalen Angriffe nennt, schickt er alle Kugeln los. Also das geht, bei Dreieck können wir eine Kugel machen. Also die dienen auch als Schutzschilde. Hier bam, bam, bam. Macht auch ein bisschen Schaden. Und die können wir da halt immer auf die Gegner loslassen. Je mehr Kugeln wir haben, je mehr Schaden machen wir, je fieser sind die Angriffe. Also man muss mit dem sehr taktisch spielen. Und ja, auch sehr defensiv. Man kann da nicht einfach nur drauf zuschlagen. Man muss auch so ein bisschen gucken, wie es mit der Kugel ausschaut. Ist ein sehr interessanter Charakter, auf jeden Fall. Das hat mich ja damals so geflasht. Der Ex-Angriff ist auch sehr gut. Den kriegen wir nicht hin. Warum auch immer. Ich krieg ihn gerade nicht hin. Ja, das ist auch ein sehr cooler Angriff. Das ist 1, 2, 3, 4 ist, glaube ich, der Ex-Angriff. Nee, 1, 2, 3. Hä, wie geht denn der? 2? Ach ja, natürlich. Zack, und dann schickt er die gleich hoch. Bäm, und dann kommt das alles runter. Ja, es ist ein sehr geiler Charakter, oder? Was meint ihr? Der Gujia, ich mag den sehr gerne. Aber es ist immer Yi, es bleibt trotzdem der Stratege Nummer 1 in Gujia. Ist auch nicht so gut wie immer Yi und Zhuge Liang, a.k.a. Kong Ming. Das sind die Strategen Nummer 1. Natürlich,
Haben die sich alle was von Sun Tzu abgeguckt? Das war wohl der Stratege. Noch vor der Han-Dynastie. Also, das ist ein ganz alter Typ, der, von dem hört man ja nichts. Nur, dass Sun Jian der Sohn ist und dass sich die Strategen und auch Cao Cao was von den Strategien von Sun Tzu abgeguckt haben. Also, das war wohl der Stratege Nummer 1. Aber von den Nachkommen, also von späteren Strategen, ist immer Yi und Kong Ming natürlich ganz oben dabei. Zu dieser Zeit war sogar Gu Jia der beste Stratege. Zhuge Liang war noch nicht in Liu Beis Dienste. Und Sima Yi ist auch erst später dabei gewesen. Nämlich bei Schlacht von Chibi, glaube ich, das erste Mal. Oder danach. Irgendwie so in dem Zeitraum war das erstmal bei Cao Cao am Start. Aber nun gut. Ja, wie gesagt, das war die letzte Schlacht von Gu Jia. Hier ist er gestorben. Und da fragt man sich natürlich immer als Historiker, was wäre passiert, wenn Gu Jia bei der Schlacht von Chibi dabei gewesen wäre. Hätte der es anders gemacht, hätte der die Pläne erraten von Wu und Shu. Und ja, all dies in Dynasty Wars 8. Ja, er hätte sie erraten. So ist es. Also meinen die natürlich in Dynasty Wars 8, ob es wirklich so gewesen ist, kann keiner beweisen. Aber da gibt es halt die What-If-Szenarios. Und ja, man kann ihn da retten. Man kann ihn retten, man muss da rechtzeitig ihm zur Hilfe eilen, damit er nicht von diesen komischen Claner besiegt wird. Weil in Dynasty Wars 8 ist es außerhalb von China, es ist ganz im Norden. Die sind halt geflohen, die Söhne von Yuan Shao. Und da ist er gestorben. Vielleicht ist er Gu Jia auch noch nicht in dieser Schlacht gestorben. Vielleicht gab es noch eine Auseinandersetzung mit den Söhnen von Yuan Shao. Und das war eine außerhalb von China. Wo sie erkannt haben, dass sie keine Chance haben. Deswegen sind sie wahrscheinlich geflohen und haben sich dann mit diesen zusammengetan. Und da ist er halt gestorben. In The Legend of Cao Cao hat er auch noch eine Krankheit gehabt. Und dann konnte er nicht mehr und dann haben sie ihn halt gekriegt. Und Strategen Gu Jia. Und das ist auch ein geiler Musu. Ja, er schafft da so eine Kugel und da bleiben alle hängen und kann problemlos auf die einprügeln. Ich finde den Charakter richtig super. Den kann man so schön strategisch spielen. Ist natürlich nicht einfach mit den Kugeln und so. Das muss man richtig einschätzen können. Aber man die Kugeln spawnt hier zum Beispiel vor Yuan Xi, dem jüngsten Sohn der Yuans. Werde ich natürlich drei Kugeln machen. Und dann knall ich die ordentlich vor Latz. Natürlich. How dare you to speak so with me? Ja. Yuans sind alle eingebildet, weil sie alle sich auf dieses Adelgeschlecht verlassen. Aber nein, das ist mir scheißegal. Du hast keine Chance. Bam. Liu Biao ist auch auf dem Weg. Oh nö. Was macht der denn hier? Oh Gott. Aber Yuan Xi ist schon mal tot. Dann bleiben nur noch zwei. Yuan Tan und Yuan Shang. Weiß ich nicht, wie man. Jetzt kriegen sie sich schon in die Köpfe. Wie geil. Und die greifen schon nicht mehr an. Ja, aber trotzdem sollte man es nicht unterschätzen, weil Liu Biao kommt ja noch. Ich weiß nicht, wann er eintrifft. Müssen wir mal gucken. Was mich echt wundert, ist, dass Ma Chao hier nicht Schlacht teilnimmt. Es gibt doch gar keinen Grund dafür, dass Ma Chao hierbei ist. Das ist so eine Auseinandersetzung zwischen Cao Cao und den Yuans. Was machen die denn hier? Ich verstehe es nicht. Hatten die ein Bündnis? Also hatte Cao Cao ein Bündnis mit Ma Teng? Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, hier, bam, bam, bam. Oh, ist der übel gelevelt, ey. Wir hätten echt den Nightmare-Modus machen können. Wie der abgeht, ja. Sorry, guys. Das ist ja richtig krass. Ist der hier noch stärker? Weil in Dynasty Wars 8 macht der gar keinen Schaden mehr. Beziehungsweise richtig wenig. Ich habe nämlich gestern mit dem die fünfte Waffe geholt. Und ja, das war eine Quälerei. War echt eine Quälerei. Weil er gar keinen Schaden gemacht hat. Vielleicht macht die fünfte Waffe mehr Schaden, aber ich denke mal nicht. Naja, egal. Hier, jetzt Wang Mo hier. Tschüssikowski. Ah, nee, noch nicht ganz. Will noch nie ins Gras beißen. Komm, beenden was mit diesem Musu. Die ganzen Billardkugeln hier, das ist auch eine Idee, ey. Dass man einen so Billardkugel in der Hand drückt und dann, ja, damit angreift. Naja, es ist ja nicht direkt. Es nennt sich ja Da Peng Stab. Ich weiß nicht, was es ist. Für Insider unter euch. Was ist ein Da Peng Stab? Ich weiß es nicht. Kann man da wirklich mit kämpfen? Das denkt man eher nicht, aber trotzdem. Was ist das? Jetzt sagt nicht, das ist ein Billard. Spiel in China. Da Peng. Das nennen sie nur in China. Da Peng. Könnt ihr mir vorstellen. Peng, Peng, Peng. Wenn die Kugel so aneinander ditchen, macht sie auch so Peng. Wahrscheinlich, ja, es ist echt Billardstock. Warum leckt das jetzt, Mann?
Das mit den Längen gefällt mir nicht. Mach mal kurz Aufnahme. Neuer Start. Bis gleich. So, da hoffen wir mal, dass Fraps wieder chillt. Ich weiß auch nicht, das ist manchmal so bei Fraps. Ich weiß nicht gar nicht, wen wollen wir jetzt zuerst besiegen? Ich würde am liebsten Yuan Shang besiegen, gut. Weil Yuan Tan ist mein Lieblings-Yuan. Den will ich am Leben lassen. Ja, ich mag den gerne. In Dynasty Tactics habe ich den sehr gern gemocht. Aber es ist natürlich schwer, den zu kriegen. Der musste den erst besiegen und damit Offizieren da nochmal die Stadt besuchen, die eine spezielle Bindung zu dir haben. Und ich glaube, so einfach ging das auch nicht. Man musste erst sich mit den Offizieren, die eine spezielle Bindung zu dir anfreuen. Also, die eine spezielle Bindung zu dir haben, musste man sich erst mit anfreuen. Und mit denen konnte man sich auch nicht so einfach anfreuen, weil die zu denen muss man auch noch einen Freund haben. Ah, das ist so kompliziert gewesen. Muss man erst mehrere Sachen machen, damit man den dann freischaltet. Aber ich hab's gemacht und ja, hatte Spaß mit Yuan Tan. Stark ist der nicht, der Yuan Tan. Das muss man dazu sagen in Dynasty Tactics. Aber ich hab ihn gern gemacht mit der Stimme und so, wie er immer gesprochen hat. So ein bisschen die Dong Zhuo Stimme gehabt und konnte man schon ganz gut einsetzen in Yuan Tan, muss man sagen. Wenn man ordentlich die Taktiken da macht, dann ist er keine Plage, obwohl er schlechte Werte hat. Ich hatte ihn in meine Zweitarmee, bei Dynasty Tactics. Da waren ja mehrere Armeen, machen mehrere Streitkräfte. Und in der Zweitarmee war dann Yan Yang und so drin. Da waren so mehr die Yuan-Streitkräfte. Aber da war auch noch Li. Nicht Liu Zhang. Zhang Lu drin, ne? Oh, da ist Liu Biao jetzt gekommen. Ja, solche, die ganzen anderen Herrscher. Gong Sun Zhan. War da drin. Aber warum sage ich euch das eigentlich? Das passt doch gar nicht. Tut dir nichts zur Sache, Mann. Ist egal. Ja, der Dynasty Tactics wird auch noch irgendwann kommen. Irgendwann. Jetzt kümmern wir uns erstmal um Liu Biaos Streitkräfte. Ja, das finde ich super, dass wir jetzt Yuan Shan. Was? Zheng Fei? Das sind aber nicht Liu Biaos Streitkräfte. Liu Bei? Ist das ein Fehler? Vom Spiel aus? Nee, Liu Biao ist auch da. Der hat den nur mitgebracht. Ja, weil die hatten ja Bündnis, Liu Biao und Liu Bei. Deswegen ist der jetzt dabei. Oh mein Gott. Aber mit einem ordentlichen Boost sind sie alle down, ey. Und das im Chaos-Mode. Schon ein bisschen lächerlich, ne? Aber was willst du machen? Ich kann da nichts dran machen. Ich muss das nur gewinnen. Und es ist nicht schwer mit einem gelevelten Gutia. Also es ist gut hier. Theme. Das finde ich sehr, sehr geil. Das macht so eine schöne Atmosphäre. Das hatten wir auch schon da jetzt über 7 Empires oft genommen. Weil es so schön ist, so eine herrliche Atmosphäre wieder herübergebracht wird. Auch so ein bisschen seine Einstellung, dieses Chillige kommt da gut rüber. Es macht einfach gute Laune. Oh, Park D ist besiegt. Tschüss. Ah, Cheng Quinn. Hi, mein Freund Cheng Quinn. Ah, ich freue mich schon nach der Schlachter. Habe ich ein paar Dates mit Weiber. Und trinke ich mir ordentlich mal einen Wein. Bist du bescheuert, Gojia? Denk doch mal an mich. Ich bin hier in Bedrängnis. Und denk nicht hier daran, was nach der Schlacht ist. Du musst es hier gewinnen. Ja. Da kriegen sie wieder eine Köppe die Beine. Ach, das ist so herrlich. Oh, jetzt ist er doch noch ein bisschen dankbar. Mensch, kennt man von dir gar nicht, Cheng Quinn. Das sind mir zwei. Ey, jetzt lobt er uns auch noch, ey. Wie krass. Passt ja gar nicht zu dir, Cheng Quinn. Das ist doch nicht wahr, oder? Chaos Mode hier und so schwach. Echt Nightmare, aber das ist so ein Unterschied. Nightmare Mode wären wir schon 10-mal gestorben. Müssen noch was zwischen Chaos und Nightmare geben. Ey, komm, leck mir doch am Arsch hier. Die sind ja hartnäckig. Solche Säcke. Komm mal hier. Bam. Ja, wo ist denn der Yuan Xi? Yuan Tan. Ich finde ihn nicht. Ist er? Da ist er. Hat die ganze Chose abgewehrt, glaube ich. Na komm, machen wir nochmal diese Kugel. Yes. Da ist ordentlich was zu tun. So, und jetzt kriegt er hier nicht schön meine ganzen Billardkugeln ins Face. Bam. Boah, hier ist aber auch was los nochmal hier, Musu. Boah, schon 1700 besiegt. Das sind doch krass, das sind da jetzt nur das 8. Man wirklich immer so viele Kills hat. Komm,
beiß ins Gras. No, the Yuan family will be destroyed. This can't be. These commoners are not fit to rule the land. Ah, diese Commoners, die. Ja, die normal. Die nicht adelig sind, die bürgerlichen. Naja, das sind eingebildete Typen, die Yuans. Aber ich mag es trotzdem. Definitiv. Jetzt haben sie wirklich ein Weinbankett hier. Geil. Gucken wir, ob wieder was zwischen Shen Quinn und Gu Ji sich abspielt. Haha, das feiere ich ab. Elba lebt hier, echt? Nee. Scheiße. It would appear my time's up. The foresight you possess, it is most amazing. It is like you are some kind of prophet. All I did was capture a single strategist. Such modesty. I don't think there's anything that doesn't go your way. Am I right? Not at all. There are many things that don't go my way, just like everyone else. However, isn't that what life's about? Schön. Ja, aber da hat man schon gemerkt, dass er an dieser Krankheit erkrankt ist. Also bei Dynasty Warriors 8 ist er in den Hinterhalt gekommen. Bei The Legend of Cao Cao ist er auch an der Krankheit erkrankt, aber vor der Schlacht. Und die wollten ihn dann halt umbringen, die Yuans. Da muss man halt fliehen. Naja, so, da gibt es Unterschiede, ich merke schon. Kann ich nicht ganz richtig zuordnen. Bei Dynasty Warriors 8 nur der Hinterhalt, hier irgendwie die Krankheit. Und bei The Legend of Cao Cao irgendwie beides. Ist es schon ein bisschen merkwürdig, oder? Wie ist Gu Ji letzten Endes gestorben? Niemand weiß es. Zumindest nicht aus den Spielen heraus. Gut, Gu Ji hat seinen Dienst gut gemacht, muss man sagen. War echt sehr, sehr krass. Wir haben ja niemand ein bisschen Probleme gehabt. Und das im Chaos Mode. Was? Wieso hat. Kriegt denn der mein Leben wieder das so? Das weiß, glaube ich, keiner, oder? Weiß es nicht. Steht hier auch nicht. Hm. Irgendwie mein Leben wieder dazu bekommen. Ich habe keine Ahnung. Ach, wegen Titles. Ja, ach so. Darum war der auch so stark. Weil wir hier die ganzen Titel haben. Mit dem, weil der so. Ah. Ja, gut, das erklärt natürlich vieles. Na gut. Freunde, Damu, falls euch gefallen hat hier diese Schlacht, die fand ich echt sehr gut. Obwohl es natürlich die Map von Berg den Jun war. Habe ich noch eben gar nicht gesagt. Es war die Berg den Jun Map aus Dynasty Warriors 7. Aber was soll's. War trotzdem schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Daumen hoch, wenn es euch auch gefallen hat. Falls ihr das Video gerne favorisieren, sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Danke fürs Anschauen.